Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrella.de. Das ist wieder ein Video mit Musterlösung und zwar zu den Aufgaben 3 aus dem Bereich der Parabel. Wir sollen hier Nullstellen bestimmen. Wir suchen uns Nullstellen von diesen 6 Funktionen erstmal, weil die weiteren 3 Funktionen findet ihr in einem anderen Video. Zum Nullstellen suchen müssen wir die Funktion 0 setzen, das heißt wir setzen die erste 0. Wir sehen x² minus 9. Am einfachsten ist hier der Weg plus 9. Haben wir x² ist gleich 9, davon ziehen wir die Wurzel, also x1, 2 ist plus und minus Wurzel 9 gibt einfach 3. Das heißt, unsere Nullstellen wären jedenfalls einfach ganz einfach anzugeben, n1, 3, 0 und n2, minus 3, 0. Es gibt mehrere Wege, immer zur Lösung zu kommen. Ich zeige euch einfach den geschicktesten in so einem Fall. Natürlich kann man auch die PQ-Formel darauf loslassen oder was anderes. So, hier unten wieder 0 setzen. Und jetzt sehen wir hier, wir können ein x ausklammern, da steht ja noch x mal x minus 5 gleich 0. Das ist ein Nullprodukt, das heißt, ein Produkt wird nur dann 0, wenn schon einer der Faktoren 0 ist. Das sagt uns natürlich, dass x1 gleich 0 ist. Dann ist der Teil von 0 oder x2 gleich 5, dann wäre der Teil der 0. Somit sind die Nullstellen wieder 0, 0 und 5, 0. F3 von x, man sieht es eigentlich direkt, wieder 0 Produkt, also wie hier oben auch schon. Wenn ich hier 3 hätte, dann wird das hier 0 oder hier wird es bei 2, 0. Das heißt, unsere Nullstellen werden hier 3, 0 und 2, 0. Schauen wir uns jetzt was Komplizierteres an. F4 von x, x² minus 5x plus 6. Das geht jetzt nicht mehr so einfach wie die ersten drei. Wir müssen hier ein bisschen mehr tun. Wir könnten jetzt hier die PQ-Formel drauf loslassen. Der geschickte Weg ist aber der Satz von Vieta. Wir sehen hier die 6. Das heißt, die Möglichkeiten wären 1 und 6. Oder minus 1 und minus 6. Und natürlich 2 mal 3. Oder halt jeweils mit Minuszeichen. Schauen wir uns das Ganze an. Wenn es 1 und 6 wären, 1 plus 6 macht 7. Minus 7x. Na, das stimmt nicht. Also sagt uns Vieta, gucken wir uns 2 und 3 an. 2 mal 3 gibt 6, 2 plus 3 gibt 5. Wunderbar, Vorzeichenwechsel soll es P geben. Das heißt, Vieta sagt uns, x1 ist 2 und x2 ist 3. Die Null stehen dann somit für 2, 0 und 3, 0. Nun, F5 von x. Wir haben Vieta gerade eben schon hier oben versucht. Kann also hier auch wieder klappen. Wir sehen, es ist plus 5 statt minus 5. Naja, das Einzige, wie man das ändern kann, ist, wir rechnen mal minus 2 mal minus 3, es gibt immer noch 6, aber minus 2 mal plus minus 3 gibt minus 5, Vorzeichenwechsel gibt plus 5. Das heißt, hier haben wir x1 ist minus 2 und x2 ist gleich minus 3. Wegen Vieta zu seltsam ist, der kann es mit PQ-Formel nachrechnen, kommt auf das Gleiche. Schauen wir uns als letztes noch die F6 an. Wir gucken uns wieder an, ob Vieta geht. Die 2 wird geteilt von der 1 und der 2 selber. 1 plus 2 gibt 3. Naja, hier steht aber plus 1. Das heißt, wir hätten minus 1 rausbekommen müssen, wenn wir x1 und x2 addieren. Ist in dem Fall nicht der Fall. Somit setzen wir jetzt wirklich die PQ-Formel mal an und rechnen es einfach durch. Die PQ-Formel sagt uns in dem Fall x1, 2 ist gleich minus p halbe, also minus 1 halb, plus minus p halbe zum Quadrat, also 1 Viertel, minus q, minus 2. So, das ist eigentlich nochmal weiter. Das wäre also minus 1 halb, plus minus. Wir müssen die 2 auf den Nenner 4 bringen, das heißt mal 4, mit 4 erweitern. Wir haben also unter der Wurzel stehen 1 minus 8 Viertel, das wäre minus 1 halb plus minus minus 7 Viertel. Wir können eine Wurzel aus einer negativen Zahl nicht ziehen, also hier hat sich das Ding für uns gegessen. Es hat keine Lösung. Und somit kein Nullstellen.
Das war es auch schon mit den ersten 6 Funktionen. Die weiteren 3 Funktionen findet ihr im nächsten Video. Dankeschön.